Außenstelle. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Anbetracht der Zeit würde ich meine 5 Minuten gerne ausreizen bis zum Ende und ich hoffe auf viele Zwischenfragen. Tja, alle Jahre wieder folgt auf die Vorstellung der PKS eine ganze Reihe von Anträgen der jeweiligen Oppositionsparteien, die sich auf diese Daten stützen und der jeweiligen Landesregierung Versagen vorwerfen. Das passiert nicht nur hier in NRW, sondern bundesweit, so weit, so normal. Jetzt hat die Anhörung, über die wir hier reden, und der Antrag allerdings ein ganz deutliches und vor allem ein sehr verstörendes Bild gezeichnet. Ausnahmslos alle Sachverständigen waren der Ansicht, dass die bisherigen Statistiken nicht einmal ansatzweise dazu geeignet sind, um damit integere Kriminalpolitik zu betreiben. Und das betrifft eben, Frau Hanses, hören Sie genau zu, das betrifft eben nicht nur die PKS, sondern eben auch andere Statistiken, wie zum Beispiel die Justizstatistik, die Strafverfolgungsstatistik, die Strafvollzugsstatistik etc. 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 Und deswegen gehört er eben nicht zwangsläufig in den Innenausschuss, sondern der Rechtsausschuss ist dazu genauso geeignet. Hätten Sie den Antrag gelesen, wüssten Sie das. Der Sachverständige Kabelowski hat festgestellt, dass all diese Statistiken sich aus verschiedenen Quellen speisen, ein Eigenleben führen, ohne sich gegenseitig auszutauschen und später nicht einmal miteinander vergleichbar sind. Sie geben nur das Hellfeld der Straftaten wieder, sind zudem überaus anfällig für Manipulation und Fehlinterpretation und letztlich zumeist nichts weiter als ein Arbeitsnachweis der jeweiligen Institutionen ohne wirklichen kriminalpolitischen Mehrwert. Ich will es mal anders ausdrücken. Sämtliche Gesetze und Maßnahmen, die Sie immer so schön fordern und in den vergangenen 50 Jahren aufgrund irgendwelcher polizeilichen Kriminalstatistiken gefordert haben, können Sie im Prinzip in die Tonne treten, weil sie von Voraussetzungen ausgehen, die wissenschaftlich bzw. statistisch in keiner Weise, nicht einmal ansatzweise, valide unterlegt sind. Das Schlimmste ist, das Ganze ist ja nicht neu. Es ist bereits seit Jahrzehnten bekannt. Umso befremdlicher ist es für mich, dass es für den einen oder anderen hier anscheinend doch noch neu war. Was aber natürlich das ein oder andere unsinnige Handeln hier im Hause durchaus erklären würde. Und genau bei diesem Problem setzt unser Antrag an. Eine Verlaufsstatistik, wie wir sie fordern, würde auf einen Schlag viele, nicht alle, aber viele der eben genannten Probleme beseitigen. Und das Beste, die Ergebnisse kriminalpolitischer Maßnahmen wären statistisch überprüfbar. Wir könnten den Verlauf einer Straftat von der Anzeigenerstattung bis zum Abschluss des Strafverfahrens und sogar darüber hinaus in jedem Einzelfall verfolgen. Das wäre eine Revolution in der Kriminalpolitik. Aber wie ich vernehmen durfte, wollen Sie das nicht. Wo kämen wir denn dahin, wenn der Wähler plötzlich merken würde, was für ein Quatsch Sie ihm jahrzehntelang aufgetischt haben? Ja, es gab auch kritische Stimmen, das will ich nicht verhehlen, das ist in der Tat so. Die allerdings, und zwar die einzige, die von Professor Heinz, die darauf abzielte, dass unser Antrag nicht weit genug geht. Das stimmt. Wir haben aber auch nie was dagegen gehabt, wenn die Forderungen noch weitergehen würden als in unserem Antrag. Auch wir sehen das nur als ersten Schritt. Das war ja quasi der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem, von dem wir glaubten, sich alle Fraktionen ja einigen können. Aber nichtsdestotrotz ist unser Antrag nichts weiter als eine Teilmenge der anderen geforderten Maßnahmen, die in der Anhörung zur Sprache kamen, sodass dieser Antrag auch für sich genommen nicht falsch ist oder fehl am Platz wäre. Weitergehende Maßnahmen können sich ohne Probleme diesem Antrag anschließen, ohne dass man jetzt auf diesen ersten Schritt verzichten müsste. Letztlich waren sich nämlich alle, und zwar wirklich ausnahmslos alle Sachverständigen einig, dass das grundsätzliche Anliegen unseres Antrages von Ihnen befürwortet wird. Ich hatte jeden einzelnen Sachverständigen explizit danach gefragt, ob er diese Maßnahme für sinnvoll hält. Bis auf den Herrn vom Statistischen Bundesamt, der sich für diese Frage fachlich nicht für zuständig erklärt hatte, haben alle mit einem ganz eindeutigen Ja geantwortet. Das waren so Aussagen wie bei ja auf jeden Fall, aus fachlicher Sicht selbstverständlich etc. etc. Sie können in das Protokoll reingucken, das ist bekannt. Und wieder einmal ist das passiert, was immer passiert. Die rot-grüne Mehrheit lehnt Anträge ab, bei denen eine Anhörung zu einem eindeutig positiven Ergebnis kam. Ich hatte in allen Fraktionen hatte ich mehrfach angeboten, dass wir uns gemeinsam dran setzen, einen Änderungsantrag bis heute zu erarbeiten, der auch Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Und natürlich hatten Sie nicht das geringste Interesse daran. Und das, obwohl dieser Antrag ganz bewusst, oder Frau Hans, das sage ich, ganz bewusst so formuliert ist, dass er eben keine konkreten Maßnahmen fordert, sondern die Landesregierung dazu auffordert, ein Konzept zur Umsetzung vorzulegen. Und wie dieses Konzept dann letztlich aussieht, das steht in den Sternen. Und Herr Nettekofen, das kann dann letztlich auch bedeuten, dass es zum Beispiel erstmal Machbarkeitsstudien voraussetzt. Das wäre auch eine Möglichkeit, die in diesem Konzept vorkommen kann.
Aber Sie sind offenkundig nicht an einer vernünftigen und auf validen Daten aufbauenden Kriminalpolitik interessiert. Das ist sehr schade und öffnet dem Populismus Tür und Tor. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schatz. Und für die